best funded. Werbefilm TV. Zuschauer, wir treffen uns in der Reihe der Gespräche mit Wermelskirchener Persönlichkeiten. Heute mit einem Mann, der in Wermelskirchen seine Handschrift hinterlassen hat. Es ist der ehemalige Stadtdirektor Siegfried Störte. Ja. Guten Tag, Herr Störte. Ich freue mich sehr, dass Sie uns die Gelegenheit geben, kurz einen Überblick über Ihr Leben und Ihr Wirken in der Stadt Wermelskirchen zu geben. Sie sind geboren an einem interessanten Tag. Am 31.12.1929, ja. Am 31.12. Ja. An dem letzten Tag eines Jahres, das, glaube ich, in der Kommunalpolitik eine umwälzende Reform brachte. Ja, das kann man wohl sagen. Nämlich? Indem da eben die Reform der Gemeindeordnung und so weiter eine stattgefunden hat, aus denen zum Beispiel entstanden sind die Großstadt Remscheid, die Großstadt Wuppertal, die Großstadt Leverkusen. Kleinere umliegende Gemeinden wurden eben einfach eingemeindet. Nicht? Leverkusen ist für uns insofern interessant, als der Namensgeber ja aus Wermelskirchen stammt. Und die ganzen Friedhöfe hier belegt sind mit den Leverkusenern. Mhm. Da sind wir öfters hingegangen bei besonderen Anlässen, auch mit Bayer von Leverkusen. Ja. Sie gehören mit diesem Jahrgang ja eigentlich den Zeitgenossen an, über die wir jetzt einen Dreiteiler im ZDF gesehen haben, unsere Mütter, unsere Väter. Insofern wäre es mal interessant, aus Ihrer Sicht kurz zu schildern, wie Sie das Kriegsende erlebt haben. Ja, da haben Sie vollkommen recht mit dieser Frage. Wie hat man das erlebt? Ich war damals 15, wurde 15 in dem Jahr, und das ist sehr beeindruckend gewesen. Man hat das ja schon im... Was haben Sie da gemacht? Da war ich noch in der Schule und war aber praktisch dann fertig, und da ging es um die Bewerbung bei der Stadtverwaltung damals, auch bei anderen nicht. Ich hatte auch eine Zusage von einem Großhändler, die ich aber nicht angenommen habe. Und insofern war ich natürlich beteiligt hier, weil wir schon im Jahre 1944 dann von der Schule weg eingezogen wurden, eingesetzt in Holland, zum Schützengräben ausgraben und sowas. Und der Jahrgang 1929 war immer noch dabei. Diese 6 Stunden, sie haben also dazu geführt, dass ich da über Monate hier von zu Hause weg war. Wir wurden dann mit der vorrückenden Front der Amerikaner und der Engländer immer wieder zurückgezogen. Und da hat man natürlich auch die unterschiedlichen Erlebnisse hinter sich bringen müssen. Ja, das kann man wohl sagen, weil man das dann nicht nur gelesen hat in Heften oder sowas, sondern man hat es persönlich miterlebt. Ne? Und das führte eben später dazu, dass man, als wir wieder zurückkamen von Holland und dann vom Niederrhein, dass ich dann hier noch eingesetzt war bei der Ortskommandantur als Melder, sage ich einmal. Anschließend wurde man dann eingezogen noch zur vormilitärischen Ausbildung. Das war in Burg, und da war der Angriff auf Hünger und auf Burg Solingen am nächsten Tag, haben sie Solingen niedergemacht, ne? Die Amerikaner dann am Tag. Sie sind, Herr Störte, dann auch Spielball im Grunde genommen der militärisch unübersichtlichen Ereignisse geworden. Ja, das kann man wohl sagen, aber in vollem Umfange, denn selbst die Offiziere wussten ja hinterher nicht mehr, was vorne und hinten ist. Sag das mal so, ist eine sehr lange Geschichte, das kann man ja nicht alles erzählen. Wir sind also dann über Berlin, dann marschieren nach Norden, und zwar Mecklenburg-Vorpommern bis nach Schwerin, genau das. Und das war dann der 2. Mai 1945, Tag der Kapitulation. Und da haben sie auch unendliche Dramen abgespielt. Das ist eine Geschichte ganz für sich, sage ich jetzt einmal. Ne? Wann sind Sie nach Wermelskirchen zurückgekehrt? Ja, wir kamen ja dann, das Gebiet wurde den Russen dann übergeben. Und dadurch hat sich das noch einige Monate hingezogen. Ich war im September 1945 wieder in Wermelskirchen, und zwar am 16.
Ich weiß das deshalb so genau, weil meine Mutter an diesem Tage Geburtstag hatte. Es hat dann in den Nachkriegsjahren begonnen, das, was man wirklich eine Karriere nennen kann, 1947. Ja, vorher ging mal das Lernen los. Ne? Ja. Ich hatte mich bei der Stadtverwaltung beworben, das ist richtig, und wurde dann auch eingestellt, zunächst mal für den mittleren gehobenen Dienst, nannte sich das. Hab dann meine Lehrgänge durchgemacht in Remscheid, in Wuppertal und später auch noch aufgestockt durch den Besuch der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Wuppertal, das stimmt ganz genau, ja. Und das hat natürlich sehr dazu beigetragen, auch Theorie aufzunehmen, sage ich einmal. Parallel dazu lief natürlich die Ausbildung in der Verwaltung, indem man praktisch in alle Ämter, die ein solches Rathaus zu verwalten hat, hereinschauen konnte. Ob das damals das Wohnungsamt war oder ob das das Ordnungsamt war, wie man heute früher hieß, das Polizeiamt. Oder ob das die Kämmerei war oder die Stadtkasse, ja. Schulamt und alles, was dazugehört. Ja. Ihre Vorgesetzte war die berühmte Fräulein Krenz. Ja. Damals sagte man noch Fräulein. Und genau. In dem Zusammenhang haben Sie mir erzählt, sind Sie vor allen Dingen in der Kämmerei tätig gewesen. In der Kämmerei zugeordnet war, aber auch die Verwaltung aller Grundstücke und des Grundbesitzes. Industrieförderung und was weiß ich, was dazugehörte. Und das war diese interessante Kombination, wenn ich das sagen darf. Ich habe von Frau Krenz tatsächlich sehr viel gelernt. Möchte vielleicht ein ganz kurzes Ereignis nur sagen. Jeder kennt die Firma Ochlinghaus hier in Wermelskirch. Hatte folgende Vorgeschichte. Wir waren unterwegs, Grundstücke zu kaufen für den Wohnungsbau. Abends um 9 noch nichts gegessen, noch irgendwo hingesetzt. Nebenan sitzt eine Gruppe von Jägern. Und die hatten auch schon etwas Bier angetrunken und man konnte deutlich heraushören, die schimpften über die Remscheider, weil sie ihnen nicht helfen konnten. Und dann sagt Frau Krenz zu mir, hören Sie mal, soll ich die nicht mal fragen, ob die nicht nach Wermelskirchen kommen wollen? Ja, ich habe natürlich gelacht zunächst mal, aber sie stand auf und ging dahin mit ein paar kurzen Worten, meine Herren, wir wollten nicht lauschen, aber wir haben gehört das. Kommen Sie doch nach Wermelskirchen. Und dann kam die auf Remscheider Platt diese Antwort, ja, hader dann jetzt? Ja, da können wir jetzt nicht hier drüber sprechen, da müssen wir schon einen Termin ausmachen. Das wurde für die nächste Woche vereinbart. Und daraus ist entstanden die Firma Ochlinghaus in Wermelskirchen hier unten mit natürlich einem Wust von Begleiterscheinungen, bis man das alles umgesetzt hatte, war für mich eins vieler Beispiele, wie man solche Dinge auch einfach nur anpacken kann. Damit sind wir beim Thema Industrieansiedlung. Ich glaube, das war ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Ja, das kann man wohl sagen, denn die Stadt hatte damals das Krankenhaus gebaut. War natürlich ein unendlicher Kraftakt für die Stadt und es ging einfach nur die entsprechenden Mittel auch heran. Das war Mitte der 60er Jahre. Ja, das war Mitte der 60er Jahre und das hat also dazu geführt, dass hier dieses Beispiel Ochlinghaus, dass die Anfragen von Remscheid sogar an uns kamen. Man brauchte von hier aus gar nicht abzuwerben, sondern die kamen und fragten, können wir. Schauen Sie sich heute hier unsere Umgebung an in Wermelskirchen, insbesondere das Industriegebiet Ost oben. Da sind viele Remscheider, die hier rübergekommen sind. Und renommierte Firmen bis hin zu Obi. Industrieansiedlung, dann aber auch kommunalpolitisch sehr von großer Bedeutung ein Ereignis, das Jahr 1975, eine neue kommunale Neugliederung. Ja, das stimmt allerdings, hat natürlich alle in Nordrhein-Westfalen stark beeindruckt, denn bis dahin hatten wir ja nun tatsächlich noch die, ja wenn Sie so wollen, englische Verfassung hier, ne? Ja. Wonach der Bürgermeister Vorsitzende des Rates ist und es einen Stadtdirektor als Chef der Verwaltung gab. Und da hat sich schon einiges verändert, nicht? Das kann man wohl sagen, ja. Aber auch die Kreise haben sich neu gebildet und ich erinnere mich selbst sehr gut daran, einer der größten Erfolge war die Abwehr der Vereinnahmungsabsichten von Remscheid, ja, das kann man wohl sagen. Die hatten tatsächlich das Gefühl, jetzt
wirklich Großstadt zu werden, nicht? Heute ist es hart an der Grenze, ne? Ja, ich glaube, die Wermskinder sind heute froh, nicht zu Remscheid zu gehören, ja, und Einwohner eines solch schönen Gemeinwesens, ja, zu sein. Das kann man wohl sagen. Sie sind dann Stadtdirektor geworden. Können Sie noch mal sagen, in welchem Jahr? Das war 1976. Ich war 10 Jahre Kämmerer und dann, ja, 17 Jahre, 18, 18 Jahre war ich Stadtdirektor, richtig, ja. Das heißt bis? 1995, und mein Vorgänger, der hat hier als erster Stadtdirektor angefangen, der Pöhler. Und den habe ich abgelöst dann. Ne? Ja, ja. Gut, Sie sind jetzt gut 10, fast 20 Jahre im Ruhestand. Ja, Moment mal. Und ich denke, 17. Ja, das, ja, stimmt. Und ich, ja, denke, stimmt, wir beide gehen nochmal zusammen die Orte ab, die für die Wermelskirchener Verwaltung und damit natürlich auch für ihr Wirken von großer Bedeutung sind. Ja, hier stehe ich also jetzt mit einem Spitzenamt der Verwaltung vor dem ersten historischen öffentlichen Rathaus in Wermelskirchen. Ja. Früher zunächst mal Gemeindehaus, bis es dann 1873 nach der Verleihung der Stadtrechte zum Rathaus, ja, wurde. Ja. Das kennen Sie, Herr Störter, mit Sicherheit von Kind an. Augenschein. Ja, von Kind an. Als da immer noch der Nikolaus da hinten hervorkam, in diesem Schaufenster da. Und Sie haben vorhin erzählt, Sie können sich auch erinnern, Sie können sich auch erinnern an Aufmärsche. Ja, zu der Zeit, das war ja selbstverständlich, ich war natürlich auch im Jungvolk der Hitlerjugend, das waren, mehr weiter bin ich ja gar nicht gekommen, ne? Weil mit 15 Jahren war ich noch nicht in der HJ, nicht? So weit war das ja gar nicht. Und da sind wir natürlich auch hier vorbeigezogen mit dem Fanfarenzug und was weiß ich, das war, gehörte einfach dazu. Und hier standen dann Leute von der NSDAP oder was weiß ich, die die Parade abnahmen oder sowas. Ne? Wir können sich noch an den Straßennamen erinnern zu dieser Zeit? Das war die Straße der SA. Sollte man noch mal dran denken. Das stimmt, ne? Ganz genau. Denn der Nationalsozialismus hat nicht nur woanders stattgefunden, sondern genau, auch in Wermelskirchen. Ja. Okay. Ja. Gehen wir dann vielleicht zu dem Rathaus, das dann 1938 der Sitz der Verwaltung wurde, ja, und für Sie, glaube ich, am bedeutsamsten. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Wir sehen hier also das Trauzimmer war auf dieser Ebene. Hier unten war die Stadtkasse und hier oben saß die Bauverwaltung. Hier ging die Durchfahrt auf den Hof, den wir vielleicht später noch sehen werden hier. Wo auch die Polizei war. Hier war auch die Polizei untergebracht. Da war hier ein Eingang an dieser Stelle. Und die Polizei, die hatte da hinten auch dann ihren Raum, wo sie Gefangene festhielt. Ne? Ja. Also eine Zelle. Eine Zelle, genau das, ja. Okay. Interessant finde ich an dem Bild auch, Herr Störter, wenn wir beide das betrachten, wie viel sich verändert hat. Ja, das kann man sagen. Ist gleich an welcher Stelle man durch die Stadt läuft. Und es ist nicht alles zum Vorteil. Dennoch, glaube ich, ist etwas sehr Wichtiges erreicht worden, was Sie jahrzehntelang auch verfolgt haben, nämlich die Fertigstellung oder überhaupt die Realisierung der Umgehungsstraße. Ja, das ist richtig. Das hat über Jahrzehnte gedauert. Und zwar hing das damals immer noch damit zusammen, dass ja die Eisenbahn vorhanden war. Und ich bin also lange nach dem Gedanken aufgesessen, Eisenbahn ohne Wermelskirchen ohne Eisenbahn, das ist einfach nicht möglich. Das darf nicht sein. Hing vielleicht schon ein bisschen damit zusammen, dass mein Vater Eisenbahner war. aber rückschauen muss ich sagen, gucken Sie sich den Verkehr hier an, wie es aussieht in der Stadt. Die Autos haben gewonnen. Es war ja auch die Bedingung, dass die Umgehungsstraße gebaut wurde, war die Bedingung dafür, dass die, ja, Innenstadtsanierung, genau, überhaupt ins Angebot. Ja, und inzwischen ist, glaube ich, Wermelskirchen von da ist schon etwas, ja, schöner geworden. Das stimmt allerdings. Sehen wir uns die Telegrafenstraße jetzt an und hier, dann hat sie von der Gestaltung her gewonnen. Im
im Hintergrund, Herr Störtel, sehen wir jetzt das Rathaus, das wir seit 1983 haben. Können Sie mal beschreiben, was hier vorher war? Ja, das war vorher eine Grünanlage und auch das Gebäude hier der Commerzbank stand zu der Zeit noch nicht. Und man hat das schon länger ausgeguckt gehabt, wenn mal ein Ersatz notwendig würde, dass man da sicher einen guten Standort hätte für ein neues Rathaus. Und es wurde ja nach langen Beratungen dann auch ein entsprechender Wettbewerb ausgeschrieben. Und der wurde von einem Düsseldorfer Architekten gewonnen. Und so ist diese Geschichte entstanden. Darf ich Sie fragen, wenn Sie das im Rückblick betrachten, wie Sie diese Entscheidung damals heute finden? Ja, so wie das Gebäude heute aussieht, muss ich sagen, die Entscheidung ist möglicherweise nicht die richtige gewesen. Was die Außenhaut angeht, würde ich mal meinen. Ich denke, von der Gestaltung her sah das vorher nicht schlecht aus. Aber jetzt, wo hier das bestückt ist mit Leitern und was weiß ich nicht alles, nicht? Und Schutzvorrichtungen, und das jetzt schon seit Jahren dauert, tut einem das richtig weh. Manche Scherzbolde sagen, es wäre ein ganz modernes Rathaus, es wäre jetzt schon im Netz. Ja. Gut. Also man macht sich tatsächlich Gedanken darüber, haben wir früher etwas auch verkehrt gemacht, möglicherweise. Ich persönlich frage mich danach, aber vielleicht, ich weiß auch gar nicht, ob es Methoden gegeben hätte, um das zu verhindern. Natürlich kann man sich, ich habe mich natürlich auch mit früheren Mitarbeitern unterhalten, die gesagt haben, hätten wir das nicht anders gemacht, wenn ein paar Platten locker gewesen wären, die ersetzen. Ich habe persönlich auch Kontakt aufgenommen mit einem Fachmann, das auch weitergegeben hier an die Verwaltung, an Weik und so. Darf ich sagen, ich glaube, Sie gewinnen sehr, sehr viele Sympathien. Und da spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich. Wenn man hört, dass mal jemand auch seine Entscheidungen bedenkt und kritisch ist. Ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusseindruck, Herr Störtel. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und schlage vor, dass wir beide jetzt noch eine Tasse Kaffee trinken gehen. Ja, das finde ich sehr schön, damit wir die Wehmut, die so ein bisschen aufkommt, damit überbrücken. Und vielleicht können wir gemeinsam sagen, trotz allem macht es Spaß, in Wermskirchen zu leben. Ja, das kann man wohl sagen. Wunderbar. Mit aufgestreckten Ohren, ja. Wunderbar, das war Achim Schulte mit Siegfried Störtel für Wermskirchen TV. Welche Ziele, welche Fernsehen? Werbefilm TV.